Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Napoleon Total War zum BO3-Finale zwischen Blixery und McAtoy. Beide haben einmal furios gewonnen. Beide haben gezeigt, dass sie es wert sind, dieses Turnier zu gewinnen, würde ich sagen. Das waren tolle Schlachten von beiden. Und jetzt auf der Karte italienisches Grasland fällt die Entscheidung. Wir sehen das Ganze aus der Sicht von Blixery, der mir, wie gesagt, die Replays zugesendet hat. Und ja, das ist eine ganz besondere Map mit Hügeln in der Mitte, die sehr divers ist, weil sie Häuser hat und Wälder. Und schauen wir uns die Armee an, die Blixery hier mitnimmt. Und wir brauchen sie uns kaum noch anschauen, denn wir sehen ganz eindeutig, es ist schon wieder dieselbe Armee. Ja, ich kann mir nicht helfen. Es ist schon wieder dieselbe Armee. War da eine Chasseur Cheval Garde dabei? Ja, eben. Ich hab's doch gewusst. Eine Garde der Chasseur Cheval ist dabei. Also diesmal etwas besser Chasseur Cheval. Da hat er wohl noch Geld übrig gehabt. Ansonsten ist es wirklich 1:1 dieselbe Armee. Und ja, wir haben hier gesehen, diese Armee ist absolut super stark, hat super Moral und von der Aufstellung her auch interessant. Diesmal macht es Blixery aber ganz anders von der Aufstellung. Wir werden gleich sehen, wie er sich aufgestellt hat, wenn er fertig damit ist. Davor können wir keine Aussagen darüber treffen. Und dann bin ich gespannt, wie sich McAtoy aufstellt. Ups, da hat er sich doch nochmal anders entschieden. Alle Einheiten nochmal nach hinten gehauen und stellt sich jetzt nochmal neu auf. Also scheint er im Moment noch etwas unentschlossen zu sein, aber jetzt hat er sich dann entschieden und fertig aufgestellt, denke ich. Unter Zeitdruck scheint er nicht gewesen zu sein. Die beiden haben sich wohl per Chat darüber abgestimmt, wann sie auf Ready klicken. Faires Verhalten, so macht man das eigentlich auch in Turnieren. Also da direkt auf Ready klicken und dann loslegen, das ist ein bisschen unfair. Oder ich würde nicht sagen unfair, aber einfach unhöflich, ne? Es sei denn, man hat natürlich schon sehr viel Zeit gehabt und drückt dann irgendwann auf Ready, das geht schon. Gut, aber normalerweise sagt man halt Ready when you are oder irgendwie sowas. Auf Deutsch, wir sind ja hier alle Deutsche im Turnier. Geht es natürlich auch für alle, die es nicht wissen, die hier jetzt einfach so reingeplatzt sind in dieses Video. Es ist ein Video aus einem Napoleon Total War. Nee, was laber ich? Also, es ist ein Video aus dem NPWW-Turnier. Das ist ein Turnier zu Napoleon Total War, organisiert vom Clan Napoleonic World War. Und ja, ich habe hier die Ehre, gerade das Achtelfinale zu kommentieren. Und falls Blixery gewinnt oder falls eben McAtoy gewinnt, einen der beiden werde ich treffen im Viertelfinale, falls ich meine Schlacht gegen Marschall Vorwärts gewinne. Gut, dann schauen wir uns an, was der liebe McAtoy mitgebracht hat und wir sehen, er hat im Grunde genau dasselbe mitgebracht. Wieder die Chasseur Cheval und ansonsten halt den Rest. Zur Information, hier spielen nicht alle immer dieselbe Nation und dieselbe Armee, das ist jetzt wirklich gerade in diesem Match was Besonderes. Wir sehen eindeutig hier, der General von McAtoy rückt ganz am Anfang hier vor. Sehr mutig, muss ich sagen. Und hoppsalapapam, da habe ich es direkt verpasst. Hier gab es einen heftigen Charge. Blixery ist da den Hügel hoch und hat, ja, McAtoy genauso auf dem kalten Fuß erwischt wie mich gerade. Denn schwupps, schon sind die Chasseur Cheval mit Schuss reingerannt und schwupps, schon sind alle Einheiten von McAtoy von der Moral her komplett down. Und ja, ich meine, McAtoy hat noch versucht zu reagieren, aber ihr seht schon, die Einheiten fliehen schon im Charge. Das ist unglaublich und ja, so gewinnt hier Blixery diesen Kavalleriekampf direkt mal auf der linken Flanke instant. Kommt jetzt hier gleichzeitig mit Chasseur Cheval hochgerannt und die können ja schießen. Erwischen dadurch zwar keinen Generalstab mehr, aber ja, schöne Aktion, dass er versucht hat, hier Blixery versucht hat, den General zu vertreiben und dadurch ja etwas Zeit zu gewinnen. Denn ja, die Hauptarmee hier von McAtoy rückt jetzt auf den Hügel vor, die ganzen polnischen Legionen. Auf der anderen Seite hier ist jetzt der Kavalleriekampf immer noch am Laufen. Da hat jetzt auch Blixery schlechte Werte, muss man sagen, von der Moral her. Weil eben McAtoys Einheiten auch näher sind, denke ich mal. Was aber interessant ist zu sehen, dass ja, Blixery sich im Moment hier voll in diesen Wald stellt und diesen Hügel hier praktisch vollkommen ignoriert. Kann er auch, denn hier gibt es einen Aufgang. Das heißt, er kann von hier im Wald eigentlich hoch auf den Hügel schießen, muss nicht auf den Hügel drauf, warum auch. Und das ist ein sehr offensives Spiel von beiden Seiten hier, sehen wir selten auf italienisches Grasland. Ist mal schön, auch sowas zu sehen. Schauen wir uns jetzt mal den Kavalleriekampf an, den dürfen wir nicht verpassen. Da hat ja McAtoy nochmal einiges gerissen. Jetzt ist die Moral bei allen Einheiten down. Da könnte sich jetzt alles entscheiden, allerdings sehen wir es. Da fliehen dann doch letztendlich die Einheiten von McAtoy und Blixery gewinnt das Ganze, weil eben Blixery auch noch mit Voltigeuren reinschießen konnte. Allerdings, man muss das Ganze auch so sehen. Naja, wie soll ich sagen, Blixery hat auch hart bezahlt für diesen Sieg auf dieser linken Flanke. Allerdings, er hat gewonnen, er hat auch jetzt mehr Kavallerie übrig, denke ich mal. Er hat jetzt hier noch drei Kavallerieeinheiten und
McAtoy hat hier noch 3 Kavallerieeinheiten, aber Blixtree hat hier hinten ja noch 2 Kavallerieeinheiten, die zwar sehr schwach sind, aber es sind noch Kavallerieeinheiten und mit denen kann er ja was anrichten, wenn er mal will. Ah ja, jetzt ist er hier wirklich unter starkes Feuer geraten, hat sich etwas zu spät zurückgezogen. Ihr seht schon, es handelt sich um Sekunden. Wenn ich sage etwas zu spät, bei anderen würde ich sagen, boah, toll, schnell zurückgezogen. Bleibt Blixtree, ja, mäkele ich sogar schon bei einer halben Sekunde rum. Also, das ist halt der Anspruch, den ich jetzt erhebe an ihn. Und insofern sage ich, ein Tick zu spät zurückgezogen, aber trotzdem gut. So, wir sehen es ganz klar, über die linke Flanke ist er jetzt schon, ja, praktisch in den gegnerischen Spawn reingestürmt. McAtoy hier wirklich sehr offensiv, hat hier im Moment die Initiative schon, allerdings auf der linken Flanke hier hatte Blixtree eindeutig die Initiative, der sich jetzt eben seinerseits auf die linke Flanke aufstellen kann. Das heißt, ja, es gibt nicht das übliche Gefecht, einer steht hinten, einer kommt vom Hügel, sondern sie haben beide praktisch ihre Seite gewählt, einer nach links, einer nach rechts, und von dort aus bekämpfen sie sich jetzt. Und naja, ich würde sagen, Blixtree ist hier eindeutig defensiver aufgestellt und vielleicht auch besser aufgestellt, weil er eben jetzt seine Plänkler teilweise im Wald hat. Und was mir auffällt, ist, dass McAtoy sich hier auf dem Hügel sehr sicher fühlt mit seinen 2 polnischen Legionen. Also wenn ich Blixtree wäre, würde ich mir überlegen, hier hoch zu rushen und die gegnerische Armee zu teilen. Aber es wäre natürlich risikoreich, muss man nicht machen. Ist verständlich, dass er das jetzt nicht versucht, denn in diesem Spiel geht es um alles. Es geht ums Überleben. Beide haben schon einmal gewonnen in dem BO3, also Best of 3, also der Beste aus 3 Spielen. Geht es darum, die dritte Schlacht dann auch zu gewinnen, wenn jeder einmal gewonnen hat, denn sonst ist man raus aus dem Turnier. Es ist ja eine K.O.-Runde hier, Achtelfinale. Und ja, ansonsten lässt sich nicht viel sagen. Beide haben dieselbe Armee, beide stellen ihre Linien einfach mal auf. Allerdings auch sehr durchdacht, aber da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Oh, sehr durchdacht sogar. Mit dem Rücken zum Gegner, jetzt hat er sich umgedreht. Gut, dann gehen wir auf Großbild und schauen uns das Ganze mal im schnellen Vorlauf an. Sobald was passiert, versuche ich rechtzeitig auf Stopp zu drücken. Ja, was sehen wir? Auf der rechten Flanke rückt Blixtree ein bisschen vor mit seiner Kavallerie. Zwingt jetzt auch McAtoy dazu, sich ein bisschen zu bewegen, seine Kavallerie an der Stelle auch zurückzuziehen. Blixtree damit 6 Kavallerieeinheiten unterwegs, die er jetzt auch schon dort aufstellt, um eben Druck zu machen. Und was sehen wir? Hopp, hopp, hopp. So, wir sehen hier, dass gekämpft wird schon. Und zwar Voltigeure gegen Voltigeure. Die bekämpfen sich. Warum habe ich keinen Sound, wenn die schießen? Das kann doch nicht wahr sein. Effekte mal hoch vom Sound, bitte. Ich will hören, wenn die schießen. Ja, sehr schön, jetzt höre ich was. Und ja, so bekämpfen sie jetzt hier die Voltigeure, wobei Blixtree da eindeutig ein bisschen den kürzeren zieht, aber er hat ja hier jetzt seine Voltigeure im Wald und die können richtig gutes Flankenfeuer abgeben. Naja gut, sie treffen nichts, weil beide Einheiten im Wald sind, aber da kommt ja auch noch eine alte Garde hinzu und eine polnische Legion und dadurch hat Blixtree da eindeutig einen Vorteil im Moment, aber der kann sich natürlich auch sofort ändern. Und auf der Flanke ist erstmal Stillstand, denn wer will schon gegen 6 Chasseur-Archival antreten? Also keine Ahnung, ich darf nicht 3 Schlachten am Stück kommentieren, sonst verspreche ich mich ja unglaublich viel. Vielleicht liegt es auch an meinem Stil, ne? Also ich kommentiere ja wirklich schnell. Ich versuche möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu sagen. Kann man auch ganz anders machen. Also ich denke jetzt mal an Prince Koala. Der geht halt einfach mal ins Detail, erzählt ein bisschen was dazu und verpasst dann mitunter das ein oder andere Geschehen auf der anderen Flanke. Ich meine, bei meiner Schlacht hat er vergessen, dass ich den General getötet habe. Da bin ich ihm ewig sauer für, aber also ich meine, man kann es auch anders kommentieren. Das ist halt so, wie ich es mache, aber man kann es eben auch anders machen. Schön, dass jetzt hier von McAtoy die polnische Legion auf den Hügel geht, denn dadurch kann der wiederum Druck ausüben auf die Einheiten, die sich jetzt hier in den Wald gestellt haben und auch schon einige Männer töten. Aber die alte Garde kann eben auch teilweise zurückschießen. Ne, die schießt hier auf die Voltigeure. Die Linien stellen sich hinzu, das heißt, hier kommt jetzt wirklich zum Kampf. Und interessanterweise, Gardematrosen gehen ins Haus. Gute Entscheidung, die sind ja besonders gut im Nahkampf. Die sind im Haus sicherlich gut aufgehoben und so ein Haus zu besitzen ist sicherlich nicht schlecht. Aber das will sich die polnische Legion hier wahrscheinlich auch nicht gefallen lassen, ist näher rangerückt. Hier könnte man tolle Salven abgeben auf die Gardematrosen, es wird versäumt von Blixtree, schade. Aber Blixtree hat jetzt seine Kavallerie in die Mitte geholt und chargt jetzt mit seinen 2 angeschlagenen Kavallerieeinheiten hier vor. Wenn die polnischen Legionen rechtzeitig reagieren, werden sie das locker abwehren können. Aber wenn sie reagieren, können natürlich auch die Linien von Blixtree vorrücken. Sie reagieren, sie gehen ins Carré. Der General kommt hinzu von McAtoy. Gleichzeitig hier auf der rechten Flanke verliert McAtoy gerade mit seiner polnischen Legion. Zieht er jetzt noch eine weitere hinzu. Da sieht er, da habe ich Probleme gegen die alte Garde im Wald. Klar, gegen die hat man immer Probleme. Das schafft man auch nicht.
Und hier ist die Kavallerie jetzt ins Karree gerannt, beziehungsweise nein, sie ist nicht ins Karree gerannt, sehr gut. Sie ist weitergerannt, flieht natürlich trotzdem. Aber das gibt natürlich Blixtree jetzt hier Zeit, mit seinen polnischen Legionen in die gegnerische polnische Legion zu schießen. Und auch hier ist jetzt McAtoy vorgerückt mit seinen Einheiten, mit seinen Kavallerieeinheiten, stürmt er jetzt über die linke Flanke, ist mit seinen Plänklern vorgerückt, schießt hier. Das ist, der Kampf ist wirklich an allen Fronten im Gange. Ich kann es jetzt hier einfach nur so zeigen, ihr müsst euch den Rest selber denken. Ihr seht, was hier abgeht, ihr seht, wie gekämpft wird. Ich kann das jetzt nicht einfach alles erzählen, also das wäre Selbstmord. Und wir sehen hier ganz klar, dass die polnischen Legionen hier absolut aufgerieben werden gegen die alte Garde. Also die hat erst 9 Mann verloren, stellt euch das mal vor. Hat jetzt schon fast 2 polnische Legionen getötet. Also im Wald ist die alte Garde fast unschlagbar. So, Blixtree ist jetzt mit seiner Kavallerie hier hinzugekommen, um die gegnerischen Chasseurs-Chevalier ein bisschen zu vertreiben, denn die alte Garde muss aus dem Karree raus, sonst würde sie hier zu stark beschossen werden. Allerdings, sie wird nicht beschossen, es wird auf die Kavallerie geschossen und dadurch hat die alte Garde natürlich gute Überlebenschancen. Auf der anderen Seite hier, Plänkler im Wald können auch weiterhin relativ ungestört schießen und Blixtree hat jetzt hier in der Mitte den Kampf eindeutig gewonnen, würde ich sagen. Eben durch den Einsatz seiner Kavallerie hier flieht eine polnische Legion, die andere wird dann locker down kriegen. Und auch hier ist er eben vom Wald aus am Kämpfen gegen den auf freier Ebene sich befindende McAtoy. Und dadurch gewinnt er hier auch mit der alten Garde an der Flanke gewonnen. Habe ich ja schon erwähnt, dass er da gerade stark war. Den General behält er hinten schön. Könnte er hier auf der rechten Seite einsetzen, ist aber auch risikoreich, muss er nicht. Gleichzeitig charge hier Schweizer Infanterie von McAtoy gegen die Voltigeure. Jetzt wird auch auf das Karree gefeuert, die alte Garde wird damit auch vollkommen vernichtet. Schöne Aktion von McAtoy, der hier seine Chasseur Cheval wirklich mal als Chasseur benutzt und dadurch hier die gesamte linke Flanke eigentlich ziemlich aufrollen kann. Also seine linke Flanke, auf seiner rechten Flanke allerdings hat er jetzt alles verloren. Und gerade noch sein General kann sich zurückziehen, aber Blixtree hat hier alles gewonnen auf der rechten Flanke. Mit alles meine ich alles. Andererseits, es kommt noch eine polnische Legion zurück mit 76 Mann, aber dafür sind ja die Gardematrosen im Haus. Oh, nee, die Gardematrosen gehören ja gar nicht, Blixtree, die gehören ja McAtoy, wie gesagt. Habe ich ja vorhin auch gesagt, also, was laber ich heute wieder? Die Gardematrosen hier im Haus sind natürlich jetzt ein bisschen störend für Blixtree, aber er ignoriert sie, ist glaube ich auch richtig so. Solange Blixtree jetzt hier genug durchrusht, kann er die Einheiten da hinten eigentlich vergessen, die da jetzt wiedergekommen sind. Die andere polnische Legion hat sich auch wieder erholt. Solange Blixtree eben jetzt hier von der Flanke diese Armee von McAtoy vernichten kann, die jetzt hier vollkommen obsiegt hat und dadurch diesen Wald einnehmen kann. Und wenn McAtoy sich rechtzeitig aufstellt, dann kann er da wirklich tolle Salven abgeben gegen Blixtree, der sich aber auch schon aufgestellt hat, beziehungsweise sich jetzt weiter hinten aufstellt. Hier jetzt ins Karree geht mit der polnischen Legion, denn da kommt Chasseur Cheval, da muss er ins Karree gehen. Das macht er auch rechtzeitig, die Chasseur Cheval bäumen sich auf und das polnische Legionskarree kann ordentlich was dagegen tun. Die alte Garde, die Linienfusiliere hier, versuchen auch was dagegen zu tun. Und jetzt kann man eben geballtes Feuer auf die Kavallerie von McAtoy geben. Der versucht natürlich mit seiner Kavallerie hier die Armee aufzuhalten, sie daran zu hindern, sich aufzustellen und dann mit den Linien und den Plänklern nachzurücken, um dann eben reinfeuern zu können. Ist richtig, eine andere Möglichkeit hat er hier kaum noch. Hat ja auch hier noch seinen General, aber da ist Blixtree jetzt mit einer alten Garde da und die könnte die polnische Legion locker in Grund und Boden schießen. Ich persönlich würde sofort auf den General zielen, also gar nicht erst auf die polnische Legion, aber kann er machen, wie er will. Bis jetzt sehen wir ja auch nicht, wohin er schießt. Ja, er hat sie einfach aufgestellt, er hat gar keinen Schussbefehl gegeben. Gut, ist auch verständlich, er ist ja sich dabei, sich zu Tode zu micron. Macht er auch sehr, sehr gut hier mit der Chasseur Cheval-Garde, geht er jetzt hier hoch, um den General vielleicht zu kriegen. Und zum anderen hat er hier jetzt hier praktisch die gegnerischen Einheiten dazu gezwungen, ins Karree zu gehen, sodass eben der Vormarsch der Infanterie, die er den Kavallerieangriff ausnutzen wollte, wieder unterbinden konnte und dadurch jetzt Zeit hat, sich im Wald aufzustellen. Jetzt ist hier ein Kampf entbrannt. Gardematrosen gegen eine alte Garde von Blixtree, die jetzt hier reinstürmt. Ist ein fairer Kampf, würde ich sagen. Da haben beide gute Chancen zu gewinnen, aber die alte Garde ist die alte Garde. Und das macht den Gardematrosen doch ein bisschen zu schaffen, aber es wird ein langer Kampf werden da drin im Haus. Gut, auf der anderen Seite macht McAtoy ordentlich Schaden mit seiner alten Garde, obwohl Blixtree ja hier im Wald steht. Eben weil Blixtree bisher nicht zurückschießen konnte, wegen des Kavallerieangriffes. Aber wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass die polnische Legion hier gegen die alte Garde verloren hat. Und wenn die dann hier um die Flanke kommt, dann ist es aus mit McAtoy, denn der hat jetzt auch wieder hier eine Schweizer Infanterie an eine Chasseur Cheval-Garde verloren. Hier charged jetzt sogar Blixtree raus mit seinen Linienfusilieren gegen die Voltigeure. Richtige Entscheidung. Hier verliert Blixtree jetzt vielleicht noch eine polnische Legion, zieht aber schon eine weitere nach. Und ich denke mal, das ist sein Sieg
für Blixery, aber wir sollten uns nicht zu früh freuen oder ärgern, denn da kommen noch polnische Legionen nach und vielleicht können die Sache nochmal drehen, denn so viel hat Blixery nicht mehr. Auch wenn er jetzt hier, naja, er ist im Kampf befindlich, aber er ist etwas suboptimal gecharged, so in dieser Reihe. Aber das ist jetzt kontraproduktiv, also eigentlich war es schlecht, dass er so gecharged ist, aber dadurch, dass jetzt der General von McAtoy reingerannt ist, können diese Einheiten, die nutzlos rumstanden, jetzt wieder kämpfen, und zwar gegen den Generalstab, und das ist nicht gut. Und er kann mit dem General hier nicht diese alte Garde vertreiben, also das glaube ich kaum. Insofern war der Kavallerieangriff vielleicht etwas undurchdacht. Mit den Kavallerieeinheiten, also dem General, hätte man lieber diese Voltigeure mit 17 Mann hier ausschalten sollen oder sowas. Ja, hat leider nicht so geklappt. Doch, es hat geklappt. Also, ich nehme alles zurück. Da flieht doch die alte Garde. Wunderbar. Jetzt gibt es hier nochmal Motivieren. Und zwar vom General von Blixery, der erkennt, okay, jetzt wird es brenzlig. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Die alte Garde von ihm gewinnt hier übrigens gerade den Kampf im Haus. Sie hat das Gebäude eingenommen und kann damit diesen polnischen Legionen hier etwas zusetzen, die da noch rumstehen. Oder ihnen später in den Rücken fallen. Das ist ganz wichtig für Blixery. Und auf der anderen Seite hält sich McAtoy weiterhin super. Also es sind sehr knappe Schlachten, die die beiden liefern. Es ist immer noch nichts gewonnen für Blixery. Auch wenn er jetzt hier die Mitte... Ja, er hat sie verloren. Er hat die Mitte verloren. Müssen wir ganz klar sehen. Also die polnische Legion hat zusammen mit dem General da einiges bewirkt. Gleichzeitig können jetzt hier die polnischen Legionen auf die herausstürmende alte Garde von Blixery schießen. Puh, also das sieht bitter aus für Blixery, der jetzt hier einfach mal den Nahkampfangriff gegeben hat. Und das sollte man nicht aus dem Haus heraus tun. Das geht eigentlich nie gut, aber gut, hier ist die alte Garde wohl ziemlich happy und überlebt das trotzdem. Kann mal passieren. Gleichzeitig jetzt hier Chasseurche Valgarde, die viele Kills gemacht hat. Die versucht einfach noch das aufzuhalten, den Voltigeuren zu helfen. Da geht der General wieder rein, die Voltigeure fliehen, die Chasseurche Valgarde wird fliehen. Aber eine polnische Legion kann sich ausrichten, eben weil hier jetzt nur noch eine Einheit von McAtoy übrig ist, nämlich die alte Garde mit 52 Mann, und die macht die Linien für Siliere natürlich platt da. Aber da hinten wartet noch eine polnische Legion plus der General, und hier gewinnt McAtoy den Kampf gegen die alte Garde. Heieiei, sieht gut aus für McAtoy, muss ich sagen. Sieht gut aus für ihn. Der jetzt auch hier in der Mitte noch alles hat. Also nur ein Generalstod könnte hier jetzt noch was ändern. Ich weiß nicht, wie Blixery das hier jetzt noch gewinnen will, ehrlich gesagt. Also der hat seine alte Garde hier verloren, der hat hier seine Kavallerie, seine Restkavallerie plus seine Plänkler verloren, und hier hält ihn eine alte Garde auf, und da muss er jetzt rein. Die alte Garde muss sofort sterben, so schnell wie möglich. Deshalb rennt er dann noch mit einer polnischen Legion rein und schießt mit einer rein. Erkennt er vollkommen richtig, dass die alte Garde weg muss, sonst hat er verloren. Und die kann er jetzt auch effektiv in die Enge treiben. Die hat nur noch 37 Mann, hält sich aber so wacker mit ihrer einen Veteranenstufe, dass sie da unglaublich viele Gegner tötet. Das gefällt Blixery sicher nicht. Jetzt kommt hier der Generalstab von McAtoy rein, ganz frech, und versucht sich die Voltigeure zu holen. Das klappt auch. Gleichzeitig sind jetzt hier zwei gute Linien nochmal übrig. 70 und 60 Mann polnische Legion von McAtoy. Die Voltigeure wurden vertrieben, aber Blixery hat sich rechtzeitig umgedreht, schießt jetzt mit den polnischen Legionen in den Generalstab rein. Mit etwas Pech könnte der jetzt sterben oder fliehen. Eieiei, da hält er sich auch noch am Hügel auf. Oh, da gehen die Salven rein, und ich ahne Übles, dieser Generalstab könnte fliehen. Puh, er kann sich vielleicht noch zurückziehen. Da hat er gerade nochmal richtig viel Glück gehabt, McAtoy, aber er muss den General auf jeden Fall zurückziehen. Gleichzeitig wurde der Kampf jetzt hier unter großen Verlusten gewonnen von Blixery. Das heißt, der hat jetzt die Möglichkeit, sich auszurichten auf den Gegner, und viel ist da jetzt auch nicht mehr von McAtoy. Der General hier hinten ist fast tot, ist vollkommen am Limit, muss da abhauen. Kommt jetzt nochmal hinzu, was verhängnisvoll werden könnte. Und die anderen drei Einheiten hier von McAtoy sind moraltechnisch auch nicht auf der Höhe, während eben Blixery mit seinem Generalstab, der noch viele Männer hat, jetzt den gegnerischen General charged. Epische Situation wirklich hier. Und Blixery gleichzeitig hier mit seinen Einheiten im Wald nochmal einen Konter aufstellen kann, und die Zeit spielt für ihn, denn der General von McAtoy ist schwächer als seiner. Und jetzt holt er den Generalstab von McAtoy ein, und der flieht, und das ist der Wendepunkt in der Schlacht, denke ich. Obwohl die Moral jetzt bei McAtoy komischerweise wieder ganz oben ist, der Generalstab von ihm flieht, und das dürfte wichtig sein. Auch wenn wir hier sehen, dass eine Einheit Linien für Siliere mit 32 Mann schon kurz vorm Fliehen ist und Blixery sich weiter zurückziehen muss. Aber der General wurde hier schön als Kavallerie verwendet von beiden Spielern. Und ja, jetzt geht es darum, wer kommt ins Achtelfinale. Das ist die Entscheidungsschlacht. Und ich denke, spannender hätten die beiden es sich nicht liefern können, dieses Duell. Wunderbar, GG jetzt schon an beide. Egal wie das hier ausgeht. Beide haben toll gespielt und beide hätten es verdient, im Achtelfinale zu stehen. Blixery am Anfang mit einem ziemlich deutlichen Sieg, da war McAtoy etwas überrascht, und in den beiden anderen Schlachten hat McAtoy jetzt wirklich sehr, sehr gut gespielt. Respekt an ihn.
Jetzt bin ich gespannt, wie das hier ausgeht. Wie gesagt, ich schaue mir die Ergebnisse davor nicht an. Und ich möchte auch davor immer blind kommentieren. Ich habe das also noch nie gesehen. Das ist also jetzt nicht bei anderen Leuten, oh, ich bin so gespannt. Ich tue jetzt so, als wäre ich gespannt. Sondern ich weiß wirklich nicht, wer gewinnt. Und ja, also da können beide gewinnen. Unglaublich. Gut. Die Linienfusiliere hier hauen einfach konstant ab. Das gibt natürlich dem General hier die Möglichkeit, jetzt etwas zu tun. Der will jetzt aber doch nicht chargen gegen die polnische Legion. Ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Andererseits steht Blixtrul jetzt hier noch mit 2 Einheiten im Wald und zwingt dadurch die Einheiten von McAtoy dazu, sich auf offenes Gelände zu begeben, um eben diese Einheiten anzugreifen. Sehr clever gemacht von Blixery, denn dadurch hätte er dann den Waldvorteil und McAtoy nicht. Hier vorhin eben hätten beide den gehabt und da hätte McAtoy gewonnen. So hat Blixery jetzt das Blatt ein bisschen gewendet und mit den Linienfusilieren kann er sich weiterhin zurückziehen. Die polnische Legion kann nicht wirklich was dagegen tun. Na, da husten schon die ersten polnischen Legionäre. Je weiter die sich von der Hauptarmee wegwagen, diese polnischen Legionäre, desto eher ist es wahrscheinlich, dass ein Generalstabsangriff sie auch moraltechnisch vernichten könnte. Und jetzt, schön gemacht, eine polnische Legion zieht sich vor. Das ist die stärkere mit 93 Mann, die kann da einen Angriff durchaus abhalten. Und die andere polnische Legion hätte jetzt hier rechts einschreiten können. Das hat aber McAtoy gemerkt, hat seine polnische Legion sofort zurückgezogen, was auch die richtige Entscheidung war. Der Generalstab von Blixtrul geht daraufhin auf die linke Seite und die Linienfusiliere ihrerseits können jetzt hier vorrücken und die polnische Legion jagen, die jetzt urplötzlich von der Moral her, woher auch immer, ich denke mal genau wegen dieser Konstellation, jetzt schlechter ist. Nur dieses Haus schützt sie vor dem tödlichen Feuer dieser polnischen Legion. Und keiner will angreifen, keiner will seine Deckung aufgeben und, ja, das Zündlein an der Waage sind diese polnische Legion und diese Linienfusiliere. Und keiner will hier sich in die erste Salve wagen, weil die erste Salve mehr Kugeln wäre als die eigenen Männer. Wobei hier eigentlich McAtoy einen leichten Vorteil hat mit seiner polnischen Legion, was die Männer und die Kampfkraft betrifft. Allerdings, wir dürfen nicht vergessen, Blixery hat seinen General. Und in der zweiten Schlacht hat Blixery verloren, weil er seinen nicht mehr hatte. Und in dieser wird wahrscheinlich McAtoy verlieren, weil er seinen nicht mehr hat. Denn wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass die Moral seiner Einheiten wirklich sehr schwach ist. Und ich würde fast dafür plädieren, jetzt mit einer polnischen Legion einfach mal nach rechts zu laufen. Mit der linken könnte Blixery alles halten, mit der polnischen Legion könnte er ordentlich Schaden machen. Und wenn dann noch die Linienfusiliere hier dazu kommen, dann würde Blixery die Sache gewinnen. Aber die beiden belauern sich lieber noch ein bisschen, kann ich auch verstehen. Und wir spulen vor, damit das Ganze nicht zu lange dauert. An der Stelle sei nochmal gesagt, das Ganze wird organisiert vom Clan NPWW und zwar von Johannes von Bonn und Brekos, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. An die beiden kann ich auch hier nochmal mein Lob aussprechen. Haben sie wirklich toll bis hierhin gemacht und das Ganze läuft reibungslos, das Turnier. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Freut mich, ich habe ja viele der Teilnehmer auch angeworben über meinen Kanal. Freut mich, dass ihr so gewissenhaft und ja, spielt und so gute Matches abliefert. Und jetzt ist Blixery etwas offensiver geworden, was McAtoy dazu veranlasst hat, sich wieder etwas zurückzuziehen. Die polnische Legion ist jetzt wieder bei der Hauptarmee dabei. Und jetzt mehr als je zuvor wäre es cool, eine Flanke zu fahren. Also, aber er traut sich nicht ganz, weil sonst diese Flanke instant vernichtet werden könnte. Aber andererseits, wenn die Einheiten sich hier umdrehen, um die Flanke zu vernichten, könnte Blixery hier ja durchpreschen. Naja, keiner will die erste Salve abkriegen. Das alte Spiel von Empire Total War Camping ist hier kein Camping, ist ganz normal. Keiner will hier aus dem Turnier fliegen. Aber latent sehen wir einfach die rote Moralanzeige bei McAtoy. Und das liegt, wie so oft erwähnt, am General. Jetzt kommt die Flanke. Jetzt kommt die Flanke. Blixery geht hier vorne nach vorne, um eben ja, Druck auszuüben, damit sich die Einheiten nicht auf die Flanke ausrichten können. McAtoy macht in dem Moment das einzig Richtige, wenn er noch gewinnen will, also wenn er noch eine Hoffnung hat zu gewinnen. Er zieht sich zurück, denn dadurch macht er diese Flanke praktisch, negiert er diese Flanke. Die ist dann keine Flanke mehr. Und dieses Vorrücken von Blixery macht ihm dann auch weniger Druck. Natürlich kann er nicht ewig zurücklaufen. Er muss sich da also auf lange Sicht was ausdenken. Ich denke nicht, dass Blixery der Typ Spieler ist, der so ein Spiel jetzt aus der Hand gibt. Und er hat eindeutig den Vorteil. Ja, sehr schön. Jetzt kann sich McAtoy hier sogar ausrichten mit seiner polnischen Legion auf den Hügel, weil hier eben dann die Map praktisch nicht zu Ende ist, aber weil man über diese Hügel nicht rüberlaufen kann. Dadurch hat er praktisch den Chokepoint. Und jetzt kommt es zum Kampf. Uiuiui, da gibt die polnische Legion die erste Salve auf die Linienfusiliere ab. Die hat noch 31 Mann, die polnische Legion hat 39 Mann. Aber, die Linienfusiliere stehen im Wald, ihr General lebt noch. Aber, die polnische Legion hier
von Mechatol. Die ist näher an den eigenen Einheiten, wird jetzt aber von hier beschossen. Diese polnischen Legion legt ab und gibt eine verheerende Salve ab. Und gleichzeitig kommt der General von hinten reingerannt. Sehr risikoreich vom General hier. Sehr, sehr risikoreich vom Blixel, der jetzt alles auf eine Karte setzt. Mit dem General in den Gegner reinrennt, der sich im Karree befindet. Und jetzt muss der Angriff sofort kommen. Jetzt müssen alle Einheiten von Blixel eigentlich vorrennen. Vorrasen, denn er opfert hier seinen General und das ist wie wenn man im Schach seine Dame opfert. Das muss sich lohnen. Gut, er hat seinen General gerade noch so rausbekommen. Schön gemacht. Sogar noch besser als erwartet. Er musste ihn nicht mal ganz opfern. Und jetzt steht er eben mit seinen Linien da. Er steht im Wald, er ist auf ganz nahe Distanz. Er könnte jetzt eine verheerende Salve abgeben. Aber er geht lieber in den Nahkampfangriff, wie es aussieht. Ja, er geht in den Nahkampfangriff. Zwar von beiden Seiten hier in die polnische Legion rein. Polnische Legionen haben zur Information bessere Nahkampfabwehr als Nahkampfangriffwerte. Aber diese polnische Legion wird von beiden Seiten heftigst gecharged. Ihre Verbündeten sind gerade geflohen und ihre andere Einheit ist hier hinten im Karree. Und ja, schönes Standbild übrigens. Das heißt, diese polnische Legion wird auch bald fliehen, zumal ihr General tot ist, wie ich schon mehrmals erwähnt habe. Und dieses Standbild ist auch episch, weil hier ein General gerade vom Pferd geschossen wird. Der fliegt wirklich vom Pferd weg. Und ja, die anderen chargen, das heißt, hier gibt es dann wirklich doch noch die Opferung des Generals, damit diese polnische Legion im Karree ist und damit diese Linienfusiliere drauf feuern können. Meiner Meinung nach war der Charge hier ein bisschen ein Fehler, man hätte einfach draufschießen sollen und dann chargen sollen, aber so geht's auch. Und ich denke mal, Blixery hat die Schlacht gewonnen. Es sei denn, der General stirbt jetzt sofort, was ich bezweifle. Im Gegenteil, hier wurde sofort die Armee von Mechatol in die Flucht getrieben. Die polnische Legion ist weg. Die andere flieht auch und Blixerys General lebt noch mit 8 Mann. Ja, wunderbar gelöst von Blixery. Besser hätte man das kaum machen können. Wie gesagt, ich hätte hier geschossen, aber der Nahkampfangriff ging anscheinend doch nochmal schneller als ein Schuss. Plus Nahkampfangriff, also perfekt gemacht. Super Spiel von den beiden. Falls ich gegen Marshall vorwärts gewinne, werde ich also auf Blixery stoßen. Ich habe gesehen, man kann ihn schlagen, aber ich habe auch gesehen, es gehört sehr viel Skill dazu. Und insofern kann ich Mechatol nur meinen Respekt aussprechen und Blixery gratulieren zum Einzug ins Viertelfinale. Wenn wir uns die Einheitenstatistik anschauen, sehen wir, dass die alten Garden eigentlich dominiert haben, auch wenn eine von den dreien eigentlich ziemlich verschwendet war. Die Chasseurs Cheval haben jetzt nicht so extrem viel Kills gemacht, die Chasseurs Cheval Garde schon, die war gut. Ansonsten haben die polnischen Legionen teilweise gute Kills gemacht, teilweise auch nicht, wie es halt so ist. Und ja, ich denke mal, das war ein Schlachtkommentar der besonderen Art. Diese drei Schlachtkommentare von Blixery gegen Mechatol haben mir richtig Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn sie euch Spaß gemacht haben, dann gebt einen Daumen hoch und wenn ihr mehr sehen wollt, dann drückt auf Abonnieren, damit ich weiß, es gefällt euch und damit ihr natürlich auf dem Laufenden bleibt, was neue Videos betrifft. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß noch, euer General Pilofas.